Der Friede Gottes sei mit euch allen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo immer Sie jetzt gerade sind. In einer Zeit, in der wir uns als Gemeinde nicht in einer Kirche versammeln können, möchte ich heute hier in der Evangelischen Kirche in Kölbe eine Andacht in der Passionszeit feiern. Und ich möchte sie Ihnen nach Hause schicken. Zusammen mit Bezirkskantor Peter Groß, der Orgel spielt und der auch zwei Strophen eines Passionsliedes mit uns singen wird. Vielleicht haben Sie ja Lust mitzusingen. Es ist das Lied, das mein Vorvorgänger Dr. Voss aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt hat. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. In unseren Gesangbüchern ist das die Nummer 545. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. So wie die Jünger damals mit Jesus, so sind wir in der Passionszeit auf dem Weg hin zu Karfreitag und Ostern. Und wir hören an diesem vorletzten Sonntag vor Ostern auf ein Wort Jesu, das uns als Wochenspruch durch diese Woche begleiten soll. Jesus sagt von sich selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ich lese Worte aus dem Philipperbrief. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Liebe Online-Gemeinde, noch gut eine Woche haben wir Zeit, Jesus auf seinem Weg zu begleiten, zu verstehen, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz stirbt. 6 Wochen in der Passionszeit suchen und fragen wir, um zu verstehen. Wenn wir die Passionsgeschichte der Evangelisten lesen, dann, so finde ich, befinden wir uns in guter Gesellschaft, in all unserem Unverständnis, in all unseren Fragen.
Da läuft eine große Anhängerschar 2 Jahre lang mit Jesus durch die Lande mit einer großen Hoffnung im Herzen. Und dann, kurz vor dem Ziel, diese zunächst noch missverstandenen und dann immer offensichtlicher werdenden Andeutungen. Dieser Weg hinauf wird mit dem Tod am Kreuz enden. Warum? Das haben sich die Jünger schon damals gefragt. Warum muss Jesus diesen Tod sterben? Schon als die 3 engsten Freunde Jesu mit ihm auf dem Berg der Verklärung stehen, ganz zu Beginn der Passionsgeschichte, da deutet sich ja zum ersten Mal an, was passieren wird. Hier ist es doch prima, sagt Petrus, hier oben bleiben wir. Aber Jesus richtet den Blick der Freunde in die andere Richtung, nach unten. Vom Berg hinunter ins Tal, von der Wohlfühlära ganz oben hinunter in das Tal des alltäglichen Lebens und in das Tal des Leidens. Da findet ihr Christus in Wahrheit. Dass der Weg zu Gott von oben nach unten führt und nicht umgekehrt, das mussten die Freunde eigentlich schon bald geahnt haben. Aber so richtig verstanden haben sie es noch lange nicht. Noch auf dem Weg streiten sie, wer denn ganz oben der Wichtigste sein wird neben Jesus. Und wie ist es mit uns selbst? Dass es immer nur aufwärts geht, dass alles um uns herum immer nur besser, üppiger und wohlhabender wird. Nach dieser Devise haben wir alle die letzten Jahrzehnte gelebt. Und plötzlich diese ganz andere Situation, die uns verunsichert, die uns Angst macht. Auf vieles, was uns als unverzichtbar galt, müssen wir jetzt vorerst verzichten. Nicht nur auf Urlaubsreisen, auf Konzerte, die anstehende Fußball-Europameisterschaft, selbst private Familienfeiern, Essen gehen mit Freunden, alles abgesagt. Stattdessen die Konzentration auf das, was absolut wesentlich ist. Die Sorge um alte und kranke Menschen, der Blick auf die, die am schwächsten sind, die am meisten angreifbar sind durch die drohende Krankheit. Einkaufshilfen, Telefonate, Briefe. Und plötzlich sind Krankenschwestern, Kassiererinnen und Altenpflegerinnen die Heldinnen unseres Alltags, auf die wir schauen. Diese Krise lehrt uns, die Blickrichtung zu ändern. Wie viele Menschen werden in den nächsten Wochen und Monaten durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit Angst um ihre Existenz haben? Wie viele Inhaber von kleinen Geschäften werden bald nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll? Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, die immer nur nach oben schauen. Jesus nimmt seinen Dienst an den Menschen so ernst, dass er in letzter Konsequenz sein eigenes Leben gibt. Siegessäulen und rote Teppiche hat es auf seinem Weg nie gegeben. Aber einen Esel, Palmzweige und vorher jede Menge Menschen, die von seiner Liebe angerührt werden. Jesus begegnet ihnen auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Und ständig beugt er sich zum Menschen hinunter. Das ist überhaupt seine Lebenshaltung im Umgang mit Menschen. Er spricht Menschen an, er richtet sie auf. Und die, die Hilfe suchen, sie liegen auf dem Boden, körperlich, seelisch gebrochen. Sie liegen auf dem Krankenlager oder sie werden auf einer Bahre zu ihm getragen. Die Menschen wollen seine Nähe spüren. Sie spüren die Kraft, die von ihm ausgeht. Und diese Kraft hilft. So dient er den Menschen und in dieser Konsequenz stirbt er auch. Was ein solches Dienen und ein solcher Blick nach unten für uns als Gesellschaft, was ein solches Dienen und ein solcher Blick nach unten
im Besonderen für uns als Christinnen und Christen bedeutet, das müssen wir in dieser Situation jetzt neu durchdeklinieren. Wie und wo können wir bei denen sein, die jetzt unsere Hilfe, die jetzt unsere Unterstützung brauchen? Das zu durchdenken und dann entschlossen zu handeln. Dazu hilft uns in diesen Wochen der Blick auf das Kreuz. Amen. Lass uns beten und Fürbitte halten. Dich, Gott, suchen wir in der Höhe, doch du begegnest uns dort, wo Menschen leiden, wo sie sich sorgen und wo sie Angst haben. Durch Jesus Christus kommst du uns nahe. Durch sein Leben und sein Sterben veränderst du unseren Blick. Hilf uns, einander zu dienen, wie er uns gedient hat. Wir beten für alle, die sich in dieser Krise Sorgen und Angst haben. Wir beten für die Kranken und die Sterbenden. Wir beten für die, die in den Krankenhäusern und Pflegestationen arbeiten. Wir beten für alle, die helfen, das tägliche Leben und das Miteinander aufrechtzuhalten. Gib den Verantwortlichen Weisheit zu richtigen Entscheidungen und beflügele die Wissenschaft und die Forschung zu neuen Erkenntnissen. Lass uns in dieser Krise nicht allein. Durch Jesus und mit seinen Worten beten wir dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.